Der SC Freiburg ist an einer Verpflichtung von Merlin Röhl interessiert. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist 1,92 Meter beidfüßig und hat bereits 7 U20-Länderspiele bestritten. Er gilt als besonders spielstarker mit einer guten Spielübersicht, trotz seiner 1,92 auch als technisch versiert und ist schon relativ weit für sein Alter. Er ist absoluter Stammspieler beim FC Ingolstadt und ist trotz des Abstiegs einer der positiven Überraschungen gewesen. Der FC möchte ihn eigentlich nicht abgeben, sein Marktwert ist aktuell 800.000 Euro laut transfermarkt.de. Sie wären aber gesprächsbereit bei einer Summe um die 1 Million Euro. Ob der SC Freiburg diese Summe zahlen will, ist natürlich momentan nicht zu sagen. Er würde den SC Freiburg gut zu Gesicht stehen. Ich finde, Christian Streich würde ihm auch sehr gut tun. Die Freiburger arbeiten da einfach super mit jungen Spielern. Gladbach ist zum Beispiel auch interessiert. Da glaube ich aber nicht, dass es ihn hinziehen wird, weil da würde er eher weniger Spielpraxis bekommen. Ist so mein Bauchgefühl mit Neuhaus und Kone, die mir jetzt einfallen. Ja, der SC Freiburg ist immer für junge Spieler die bessere Adresse. Da ist auch die Wechselwahrscheinlichkeit aktuell laut Transfermarkt bei 50% und Gladbach hat unter 20% Wechselwahrscheinlichkeit. Ja Leute, wie findet ihr Merlin Röhl? Würdet ihr ihn gerne beim SC Freiburg sehen? Ansonsten, wenn ihr mehr Bundesliga-Content sehen wollt, schaut gerne mal die Bundesliga-Prognose von mir an. Wer steigt ab? Kurz vorm Bundesliga-Start gibt es dann die große XXL-Prognose. Dann seht ihr auch, wo der SC Freiburg bei mir steht. Euer Dennis und ciao.